Oder du wirst oft gefragt, verkaufst du Drogen, nimmst du Drogen, hast du das und das, weißt du, wo ich das und das verkaufen kann oder wo ich das und das herkriege. Aber jeder hat ein weißes Privilege. Wenn du weiß bist, wirst du einfach anders behandelt. Ich bin bisexuell und spreche hier für die Community aller Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender-Leute und weiter. Und wir möchten sagen, wir stehen auf der Seite von Black Lives Matter. I hope you drop the soap, weil ich den Menschen, die George Floyd umgebracht haben, ich wünsche diesen Menschen auf jeden Fall nichts Gutes. Und warum reichen wir uns nicht die Hand und gehen zusammen diesen Weg? Und gehen zusammen den Weg zum Frieden, zum Zusammenleben. Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Wir sind ja heute in Hamburg bei der Black Lives Matter Demonstration. Ihr habt es ja mitgekriegt, dass in den USA ein Schwarzer ermordet wurde. Und wir wollen uns einfach mal anschauen, was die Leute hier heute zu sagen haben. Also die Demo, es sind so viele Leute hier, dass die Demo gerade schon aufgelöst wurde. Da hat die Polizei auch eine Durchsage gemacht. Die Polizei hat gesagt, okay, wir sind jetzt leider zu viele, deswegen müssen wir die Demo auflösen. Aber er meinte so sinngemäß, wir stehen hinter euch. Ihr setzt hier ein großes Zeichen für die Medien. Insofern danke, dass ihr da wart. Also, auf geht's. Wie heißt du? Ich bin Nils. Moin. Nils, was machst du heute hier? Ich bin heute hier, weil in Amerika unglaubliche Ungerechtigkeit passiert ist. Und nicht nur in Amerika, sondern weltweit. Und ich möchte, dass ein Zeichen gesetzt wird und jeder sich beteiligt, weil Rassismus jeden was angeht. Und nicht nur Neonazis Rassismus ausdrücken und wenn eine Schlägerei passiert, wenn Übergriffe passieren auf Andersfarbige wegen Hautfarbe, dann... Können wir nochmal neu anfangen kurz? Wie heißt du? Vanessa. Vanessa, warum bist du heute hier? Ja, ich finde es wichtig, ein Zeichen zu setzen gegen Rassismus. Und ja, das ist gerade heute die Möglichkeit, die ich habe. Und deshalb bin ich hier. Wie heißt du? Aziz. Aziz, warum bist du heute hier? Warum ich hier bin? Weil ich für die Gleichberechtigung jeder Kulturen kämpfe. Und ich das wichtig finde, dass es keine Differenzierung im Endeffekt gibt, weil wir alle gleich sind, genauso wie du und ich oder wie der Kameramann oder wie jeder, der gerade hier ist. So, und deswegen, ich bin einfach dafür da, um hier zu sein, um den Leuten zu zeigen, okay, ihr seid nicht alleine. Wie heißt du? Lea. Lea, warum bist du heute hier? Ich bin hier, weil ich das ziemlich viel auf Social Media verfolgt habe, was in den USA gerade so abgeht mit Polizeigewalt und so. Und dann habe ich angefangen, mich zu informieren und das ist auch in Deutschland passiert. Und ja, habe mich irgendwie sehr ignorant gefühlt und hatte das Gefühl, ich muss irgendwas tun, um das Privileg, sag ich mal, das ich habe, dass mir das wahrscheinlich nie passieren wird, weil ich so aussehe, wie ich aussehe, dass ich irgendwas damit mache und auf die Straße gehe. Und ja, habe auch lange überlegt, halt auch wegen Corona und so, aber ich finde, es gibt Sachen, für die muss man sich halt einsetzen. Saskia, was machst du heute hier? Ich demonstriere gegen Rassismus, ich demonstriere für George Floyd und Menschen, die Leute töten, auch Gerechtigkeit erfahren. Und das bedeutet, dass Mörder ins Gefängnis kommen und auch diejenigen, die daneben stehen und ihnen helfen, indem sie nichts tun, genauso ins Gefängnis kommen. Vor allem, wenn sie so eine große Macht haben, wie Polizisten es haben. Und ja, Gerechtigkeit. Wo siehst du denn Ungleichberechtigung? Wo ich Ungleichberechtigung sehe? Eigentlich, es fängt beim Sport an, es fängt in der Schule an, eigentlich überall. So, es ist schwierig, das so zu verallgemeinern im Endeffekt, sozusagen, okay, da ist es so, da ist es so, da ist es so, weil es überall einen Rassismus oder Distanzierung von gewissen Gruppen gibt. Beim Sport, Entschuldigung? Ja, beim Sport auch, auf jeden Fall. Inwiefern? Sagen wir zum Beispiel, ein Dunkelhäutiger wechselt in eine neue Mannschaft, dann weiß jeder andere, oder wenn du die Person nicht kennst, wird direkt gesagt, ah, guck mal, da ist ein Schwarzer hingewechselt, da ist ein Türke hingewechselt, oder in dir und die Mannschaft, sagen wir, es gibt ja auch eine Mannschaft, die nennt sich Türki oder wie auch immer, oder Kroatien oder was weiß ich, so, ne? Und dann sagen die, okay, da ist jetzt ein Schwarzer, da ist ein Weißer, allein schon da fängt es schon an, dass gesagt wird, okay, es ist nicht jemand Neues in die Mannschaft gekommen, sondern es ist die und die Person in die Mannschaft gekommen, mit dem und dem Hintergrund. Und nicht einfach, okay, es ist jemand hier, der möchte auch gerne Fußball spielen, er gehört jetzt mit zu unserem Team und wird nicht als jemand anders angesehen. Kannst du auch mal erklären, wofür dein T-Shirt steht? Das ist Good Night White Pride.
Das ist von einer antifaschistischen Organisation und das Geld geht auch daran, wenn man das T-Shirt kauft. Und ja, das steht halt dafür, dass man seinen weißen Stolz, sag ich mal, oder dieses Gefühl, sich überlegen zu fühlen, ablegen muss und sich auch da dem stellen soll, was für Privilegien man genießt. Ja, und was andere Leute vielleicht fehlt. Worauf führst du das zurück, dass das ein rassistischer Überfall war, dass das wegen seiner Hautfarbe passiert ist und dass, ich meine, bei Black Lives Matter heißt es ja immer, es ist systematischer Rassismus. Worauf führst du das zurück? Systematischer Rassismus rührt für mich daher, dass vom System toleriert wird, dass rassistische Handlungen von der Staatsgewalt ausgeführt werden dürfen. Trump äußert sich in keinster Weise darüber, dass er das abfällig findet, dass er das Verhalten der Protestanten in Protestleute gut findet und hetzt jetzt in Posts die Armee auf die Leute los. Und inwieweit siehst du jetzt den Fall in den USA als einen rassistischen Zwischenfall? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da braucht keiner mehr drüber diskutieren. Die Studien zeigen es auch, dass die Polizeigewalt in den USA gerade gegenüber schwarzen Menschen enorm angestiegen sind und immer weiter ansteigen. Definitiv rassistisch. Da ist ja immer bei diesem White Privilege, dass jeder Weiße privilegiert ist. Würdest du das so unterschreiben? Ich meine, es kommt natürlich auf das soziale Umfeld an. Also wenn man, sag ich mal, in Armut aufgewachsen ist, hat man trotzdem Nachteile, die andere, sag ich mal, weiße Leute vielleicht nicht haben. Aber jeder hat ein weißes Privilege. Wenn du weiß bist, wirst du einfach anders behandelt und hast du mehr Vorteile in einigen Situationen als Leute, die schwarz sind oder Leute, die asiatisch sind, was auch immer. Und ich finde, es nimmt dir nichts weg, wenn du das vor dir selbst zugibst. Also es macht dich eher, sag ich mal, reicher an Erfahrung und ja. Es gibt Berichte aus dem Internet. Es gibt Leute, die sagen, ich habe Angst, Auto zu fahren und ein Ticket zu bekommen, weil ich schwarz bin und das für mich viel schlimmer ist als für einen Weißen. Es gibt eine Frau, die hat gesagt, sie macht halt illegale Sachen, sie ist weiß und sie hängt mit Schwarzen ab. Und sie war immer diejenige, die Drogen halten musste. Und erst hat sie das nicht verstanden, aber dann wurden sie einmal alle untersucht, nur sie nicht, weil sie weiß war. Und die weiße Haut ist wie eine Art Schutzschild und deswegen müssen wir als Weiße dieses Schutzschild nutzen, um den Schwarzen auf dieses Schutzschild geben zu können. Nils, kannst du uns nochmal erklären, was das mit dem Schild auf sich hat? Ja, also ich habe auf der Vorderseite I hope you drop the soap, weil ich den Menschen, die George Floyd umgebracht haben, insbesondere dem weißen Officer, der 8 Minuten auf seinem Hals gekniet hat, durch die Autopsie ist bestätigt worden, dass das die Todesursache war. Und ich wünsche diesen Menschen auf jeden Fall nichts Gutes und das soll natürlich auch ein bisschen provozieren. Es ist nicht unbedingt ernst gemeint, dass ich ihm wünsche, dass er im Gefängnis vergewaltigt wird, aber zum Nachdenken anregen oder meine Meinung äußern zu diesem Menschen gegenüber möchte ich damit schon. Und We Want Reparations bezieht sich darauf, dass nicht nur das jetzt das Problem ist, also der Rassismus erstreckt sich ja viel, viel weiter als jetzt diesen einen Mord oder die Morde im Allgemeinen an Schwarzafrikanern in Amerika oder hier in Deutschland, sondern erstreckt sich ja auch darauf, dass zum Beispiel aus Kolonialzeiten immer noch Spätfolgen nachwirken. Also in Kolonialzeiten ist unglaubliches Gräuel passiert worden. Menschen aus Afrika sind in die ganze Welt verschifft worden, um dort Sklavenarbeit zu leisten. Die Nachkommen dieser Sklaven leben heute immer noch in Amerika und in Amerika die weißen Einsiedler, die diese Sklaven überhaupt erst in dieses Land gebracht haben, sagen jetzt raus aus unserem Land oder wir sprechen euch keine Rechte zu oder dieses All Lives Matter im Allgemeinen ist einfach nur, es ist Ungerechtigkeit gegenüber Andersfarbige im Gange und das kann niemand mehr verneinen nach den Geschehnissen, die jetzt passiert sind. Fühlst du dich persönlich irgendwo ungleichberechtigt in deinem Alltag? In gewissen Hinsichten schon. Ich werde öfters von Polizisten angehalten. So. Ich hatte früher Dreadlocks, die habe ich jetzt nicht mehr.
weil das leider auch, naja, ich will nicht sagen, dass ich sie deswegen abgeschnitten habe, so, ne? Aber es ist einfach Fakt, dass wenn du mit einem bestimmten Auftreten eine gewisse, eine gewisse Aufmerksamkeit auf dich ziehst. Und wenn es außergewöhnlich ist, dann schauen dich mehr Leute an. Und wenn es eher, was bei uns meistens der Fall ist, oder bei mir auf jeden Fall, ist es halt sehr oft so, dass dann gesagt wird, ja okay, was machen Sie hier, befinden Sie sich jetzt hier, haben Sie Drogen bei sich? Oder du wirst oft gefragt, verkaufst du Drogen, nimmst du Drogen, hast du das und das, weißt du, wo ich das und das verkaufen kann oder wo ich das und das herkriege? Solche Sachen, damit fängt das schon an, dass halt einfach verallgemeinert wird, dass jeder Ausländer oder jeder, ich beziehe das jetzt auf mich, jeder Dunkelhäutige oder jeder Schwarze mit einem gewissen Hintergrund verallgemeinert wird, dass der Drogen verkauft, dass er Drogen nimmt, dass er kriminell ist oder was auch immer. So, und das habe ich selber leider auch schon am eigenen Leib erfahren müssen, sowohl wie mein Bruder als andere meiner Familienmitglieder oder meine Freunde, die jetzt auch hier mit mir stehen. So, ne? Okay. Kann es auch Rassismus gegenüber Weiße geben? Es kann bestimmt Vorurteile und Ablehnung gegenüber Weiße geben, aber systematischen Rassismus gibt es nicht gegen Weiße. Meiner Meinung nach. Ich war jetzt gerade 3 Monate in Ostafrika, in Kenia und Uganda. Da kam dann Corona dazwischen, ich musste ausgeflogen werden. Und ich habe grundsätzlich immer mehr bezahlt als meine schwarzen Freunde. Saß auch schon mal in Westafrika im Gefängnis, meiner Meinung nach. Da muss man einfach nur weiß sein. Ist das auch Rassismus? Ich glaube, ich meine, ich bin jetzt vielleicht nicht genug belesen dafür, aber ich glaube, es ist bestimmt eine Art von Rassismus. Eine Freundin von mir war gerade in Kolumbien, kurz bevor Corona kam, musste auch schnell wieder zurück nach Deutschland, wurde da auch sehr, sehr ablehnend behandelt als Ausländerin. Aber ich meine, ich glaube, das kommt alles auch von einem geschichtlichen Hintergrund. Weiße Menschen haben die ganze Welt kolonialisiert und genießen trotzdem meiner Meinung nach in jedem politischen System meistens Vorteile, weil sie dieses politische System erstellt haben und nicht Schwarze oder wer auch immer. Und ich glaube, klar, wenn ich jetzt in Südafrika ablehnend behandelt werde, ist das eine Art von Rassismus, aber es ist nicht das Gleiche wie vor allen Dingen in westlichen Ländern, aber auch in solchen Ländern, was immer noch Leute mit einer anderen Hautfarbe erleben müssen, sag ich mal so. Also nicht so im System, in der Polizei, in der Politik, so diese Minderheiten werden einfach nicht so gehört. Du hast jetzt gerade gesagt, es herrscht systematischer Rassismus gegen Schwarze in den USA. Also ich habe da jetzt einen Artikel von dem Wall Street Journal rausgesucht, der sagt, es gibt keine Belege für rassistische Benachteiligung von Schwarzen. Also die zitieren hier mehrere Studien, auch wenn ich mir die FBI-Studien anschaue, dann gibt es da keine Hinweise drauf, sogar eher das Gegenteil. Kann ich auch mal raussuchen, dass Weiße öfter Opfer von Polizeigewalt werden. Was sagst du dazu? Hast du dich damit beschäftigt? Ja, habe ich. Also ich halte das für absoluten Quatsch. Also ich finde, es spricht für sich, dass die dunkelhäutige Bevölkerung aber nicht über 30% Teil der amerikanischen Bevölkerung ausmacht. Und trotzdem ist die Hälfte aller Insassen in amerikanischen Gefängnissen farbige Menschen. Wie stellt sich das zustande? Sind alle farbigen Menschen krimineller und gehören deswegen in den Knast und deswegen sind alle grundsätzlich im Knast? Oder liegt im System der Fehler, die Foodstamps austeilt, die nicht für Sachen eingesetzt werden können, die systematisch belegbar und an Fallbeispielen, dass afroamerikanische Menschen in vielen Jobs ausgeschlossen werden aufgrund ihrer Hautfarbe und auch gesagt wird, das ist kein Beruf für deine Person oder mit deinen Haaren. Das finde ich auch nochmal, dass in Amerika afroamerikanische Menschen ihre Haare nicht so tragen dürfen, wie sie das möchten und nicht natürlich einfach ihre Haare so tragen können, wie sie das wollen, sondern sie müssen geglättet werden, sie müssen abgeschnitten werden oder sie werden sogar zwangsmäßig abgeschnitten bei Schulfotoveranstaltungen. Es gibt so viele Beispiele für rassistische Handlungen in Amerika und für Benachteiligungen, dass ich diese Studien einfach für haltlos erachte und ich genug Studien auch anführen könnte, die belegen, dass es ein Rassismusproblem in Amerika gibt und auch
generell weltweit. Also ich habe hier mal einen Artikel von dem Wall Street Journal rausgesucht, der sagt, es gibt keine Hinweise darauf, dass es rassistische Vorurteile gibt gegenüber Schwarze. Was sagst du dazu? Die zitieren halt einfach nur FBI-Statistiken, die haben sich das ganz genau angeschaut, sagen auch, verlinken da mehrere Quellen. Ja, also ich kenne den Artikel jetzt nicht. Es gibt, glaube ich, genug Studien, die auch gerade schauen, wie viel prozentual quasi Bevölkerungsanteil und wie viel darauf kriminelle Übergriffe von der Polizei darauf fallen. Und ich glaube, da wird das mehr als deutlich, dass es halt dass die schwarze Bevölkerung in den USA überproportional oft in solche Übergriffe quasi verwickelt ist oder Opfer. Wenn du sagst, du hast dich da viel mit beschäftigt. Ich habe versucht, mich zu belesen, ja. Dieser systematische Rassismus, der vor allem in den USA gegenüber Schwarzen herrscht oder herrschen soll, was gibt es da für Belege dazu? Da muss man nur auf Social Media gehen und sich Millionen von Videos angucken. Gerade jetzt, nachdem das Video mit George Floyd rausgekommen ist, dieser arme Mann, der umgebracht wurde, ermordet wurde von der Polizei. Und jetzt auch, wie man sieht, wie die Polizei und auch die Regierung darauf reagiert, wenn Leute friedlich demonstrieren wollen. Und es so dargestellt wird, als ob die nur Eigentum zerstören oder was auch immer. Diese Leute gehen auf die Straße für ihre Freiheitsrechte und werden mit Tränengas oder mit diesen riesigen Gummikugeln beschossen, werden verletzt. Es heißt auch, dass einer gestorben sein soll bei einem friedlichen Protest. Die werden eingekesselt. Also wenn man auf Live-Instagram geht von Leuten, die in den USA wohnen und die diesen, sag ich mal, fast schon Krieg auf den Straßen ausleben, dann finde ich, sieht man auf jeden Fall, dass dieser systematische Rassismus existiert. Ich meine, man muss nur gucken, es gab diesen einen Brooke Turner oder so, der hat eine Frau vergewaltigt und er hat 6 Monate Knast bekommen. Der ist weiß, der war auf dem College. Der hat 6 Monate Haft für eine Vergewaltigung bekommen und es gibt Schwarze in Amerika, die sitzen im Gefängnis für 1 Gramm Gras ihr Leben lang. Also es gibt einfach ganz, ganz klar Vorurteile, die sich ausdrücken, auch in dem Gefängnissystem der USA, meiner Meinung nach. Aber sitzt man einfach nur für Gras im Gefängnis oder ist es dann, weil sich dann Straftaten kumuliert haben? Das kann man natürlich nur im Einzelfall sagen, aber natürlich ist Drogenbesitz oder was auch immer auch alles eine Straftat, aber gerade in den USA, in vielen Staaten wurde das ja jetzt legalisiert und einige Leute sitzen immer noch 15, 10 Jahre im Knast dafür. Während Leute, die weiß sind oder vor allen Dingen Männer, die weiß sind und auch Straftaten begangen haben, aber das Glück haben, in einer guten Familie aufgewachsen zu sein, sehr, sehr viel weniger und, sag ich mal, schwächere Strafen kriegen. Kann es auch Rassismus gegenüber Weiße geben? Natürlich, es kann gegen jeder Rasse Rassismus geben. Es hat nichts nur damit, mit Weiß, mit Schwarz, mit was auch immer zu tun. Es gibt Rassismus in jeglicher Art. So, und es gibt auch Rassismus von Schwarzen, Weißen gegenüber. Es gibt Rassismus von Pakistani, die Iraner angreifen oder was auch immer. So, ne? Es gibt Rassismus überall. Es hat nichts nur von Schwarz auf Schwarz oder Weiß auf Weiß zu tun. Oder Weiß auf Schwarz. Ne? Das ist überall vertreten. Aufklärung der rassistischen Morde. Nicht zudecken, wie man einen Scheiß zudecken würde. Du hast gerade zuerst die Gefängnisinsassen angeführt. Ich habe das nachgeschaut. Die Schwarzen machen 13% der amerikanischen Bevölkerung aus und laut offiziellen FBI-Statistiken sind Schwarze 6,75 mal öfter an Mord und 7,21 öfter mal an Raubüberfallen beteiligt. Das heißt also, wenn man sieht, dass du öfter an solchen Kriminalitäten beteiligt sind und dann 13% nur von der Bevölkerung das ausmacht. Ja, also ich weiß, worauf sie hinaus wollen damit. Also dass man theoretisch verstehen könnte oder dass man annehmen könnte, ja, man sieht ja, die Kriminalitätsrate ist so hoch, kann ich verstehen, warum so viele Ausländer im Gefängnis sitzen. Aber warum ist das so? Warum begeht jemand freiwillig einen Mord oder einen Überfall, wenn nicht, um zu überleben, da kommen wir wieder auf den systematischen Rassismus zurück. Diese Ungerechtigkeit, die fortgeführt worden ist aus der Kolonialzeit, dass farbige Menschen immer noch nicht durchschnittlich in Ländern zur Oberschicht gehören, am Reichtum profitieren können, besonders Afrika wird immer noch ausgebeutet und Afrika profitiert davon nicht. Dass solche Menschen, die in solchen Verhältnissen leben und vor allem in Amerika durch Polizeigewalt gebeutelt werden, weil jeder sagt, jeder könnte eine Waffe haben, also richte ich meine auch potenziell immer vorausschauend auf jeden, der mir potenziell irgendwie gefährlich aussieht. Und das ist Racial Profiling bestätigt. Nun mal in den meisten Fällen jemand, der
dunkle Hautfarbe hat, der ihm als gefährlich oder irgendwie seltsam auffällt. Und was kann man dagegen machen? Was meinst du? Ja, also zum einen muss ich natürlich die Politik bewegen. Es ist jetzt nichts, was sich irgendwie nur durch eine Demonstration irgendwie verändern wird. Ich bin immer Fan von interkulturellen Trainings. Ich war selber zum Beispiel auch mal als Urlauber 3 Wochen in Südafrika. Und da fand ich schon extrem erschütternd, wie negativ das Bild der weißen Minderheit gegenüber der schwarzen Mehrheit ist. Und wie gleich bei jedem Schwarzen, der irgendwie über die Straße gelaufen ist, gleich gedacht wurde, dass er irgendwie kriminell wird. Und das ist ein Prozess. Und wir können etwas dafür tun, indem wir offen und aufgeschlossen sind gegenüber allen Bevölkerungsgruppen. Und die Politik kann auch was dafür tun, indem sie ja strukturellen Rassismus einfach bekämpft. Und was kann man dagegen machen? Menschlich handeln. Menschlich sein. Jeden Menschen gleich betrachten und nicht differenzieren. Ne? Das ist das, was ich denke. So, man sollte einfach jeden gleich ansehen. Wir sind alle Geschwister, wir sind alle Brüder und Schwestern. Warum sollten wir gegeneinander kämpfen? Warum reichen wir uns nicht die Hand und gehen zusammen diesen Weg? Und gehen zusammen den Weg zum Frieden, zum Zusammenleben, was sich hier jetzt halt wirklich gerade auch meiner Meinung nach einfach passiert. So, ne? Weil das finde ich sehr geil, dass so viele Leute hier auf die Straße kommen und sagen, ey, das geht nicht mehr so, das funktioniert nicht. Wir reichen uns die Hand, so, es funktioniert. So, ne? Und ich finde das derbe geil. So, und ich finde, man sollte einfach, behandle die Menschen so, wie du selber auch behandelt werden möchtest. Hast du dir die FBI-Statistiken, die Kriminalitätsstatistiken mal genau angeschaut? Davon weiß ich nicht so genau, was der... Ich habe hier einen Artikel in dem Wall Street Journal gefunden, der ist jetzt hier von Anfang Juni, also ein paar Tage alt. Da sagt er, es gibt keinen Beleg dafür, dass es dass es weitläufig eine rassistische Vorurteile in den USA gibt. Die nennen da mehrere Studien und sagen halt einfach, egal welche Studie man sich anschaut, ist sogar im Gegenteil so, dass hier steht dann, Studien zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Verhaftung für weiße Täter bei Raubüberfällen um 22% höher liegt, bei schweren Körperverletzungen um 13% und bei einfacher Körperverletzung 9% höher als für schwarze Täter. Gut, ich kann jetzt nichts gegen, ich weiß keine Statistiken aus, weil ich bin nicht so belesen, was das angeht. Ich glaube, man muss vorsichtig sein mit solchen Artikeln, weil gerade die Medien in den USA sind einfach sehr politisiert und ich glaube, dass die Menschen, die in diese Statistiken einfließen, halt schon allein schon festgenommen wurden oder schneller festgenommen wurden, weil sie so aussehen, wie sie aussehen. Ich glaube halt einfach, das ist sehr, 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 sehr leicht zu sehen, wenn man sich irgendwelche Videos von Leuten, die in dieser Situation waren, die das aufgenommen haben, anguckt. Man sieht, dass die Polizei in den USA sehr viel schneller bei einer schwarzen Person sagt, die ist es. Also ich meine, es gibt auch tausende Beispiele von irgendwelchen Leuten, die Polizei rufen, weil ein schwarzer Mensch eine Zigarette in meiner Nachbarschaft raucht und die Person denkt, ah, da ist ein Schwarzer, der ist bestimmt kriminell. Und dann kommt die Polizei und dann hat er irgendwas in der Hosentasche, das aussieht wie eine Waffe und wird erschossen oder zumindest bedroht. Und ich finde, man kann das nicht verneinen, dass es diese Vorurteile und diesen Rassismus, diesen systematischen Rassismus nicht gibt. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie die Zahlen da sind, aber es gibt auf jeden Fall Statistiken, die beweisen, dass viele Polizeibeamten in den USA in Right-Wing-Groups sind, in Facebook-Gruppen sind, wo sie sich drüber lustig machen, Schwarze abzuknallen oder was auch immer. Und ich glaube, da besteht einfach so ein, sag ich mal, Hass oder so ein Feindbild gegenüber Leuten aus dieser Gruppe und der Polizei. Ich finde, das kann man nicht verneinen. Also ich habe den Artikel natürlich jetzt nicht gelesen, aber ja. Kannst du die gerne abfotografieren? Okay, super. Vielen Dank für das Interview. Gerne. Kann das denn auch andere Gründe haben, außer Rassismus? Ich meine, wenn ich mir anschaue, ist 1960 sind 2/3 der Schwarzen mit beiden Elternteilen groß geworden. Jetzt sind es nur noch 10%, also viel, viel weniger. Meinst du, wenn man aus so einem Haushalt kommt, wo die Mutter nie da ist, nie Zeit ist, wenn der Vater vielleicht einen geschlagen hat und so weiter, wenn die Kultur halt auch, ich meine, wenn man sich das anschaut, Rap-Videos, Gewalt, Drogen, gibt es da gute Vorbilder für Schwarze in den USA? Ich würde, bevor ich darauf zurückkomme, möchte ich noch mal kurz einhaken, weil ich das einen interessanten Punkt finde von Ihnen.
Es gibt Vorbilder für farbige Menschen in den USA, ganz eindeutig. Childish Gambino beispielsweise mit This is America hat einen ganz eindeutigen Track dafür gesetzt, dass in Amerika immer noch Rassismus und Nachwirkungen herrschen und Rapmusik jetzt als gewaltverherrlichend darzustellen, finde ich irgendwie schwachsinnig. Und genauso wie Einzelkind, dass viele Kinder ohne Väter aufsetzen, gibt es Studien über weiße Menschen, die als Einzelkind aufwachsen und ein höheres Gewaltpotenzial besitzen. Und wenn nicht, ist dann die Frage, die Sie gerade gestellt haben, nicht auch theoretisch rassistisch. Entschuldigung, kann es Rassismus gegenüber Weiße geben? Schwierig. Ich glaube, dass das in einer Art Ausgrenzung von weißen Menschen unter bestimmten Bevölkerungsgruppen, dass es das geben kann. Aber ich glaube, Rassismus in der Art, glaube ich nicht, einfach aufgrund der Mehrheit der Weißen überall eigentlich. Okay. Also bei mir ist es, ich war jetzt gerade 3 Monate in Ostafrika, in Kenia und Uganda. Und ich habe halt immer gesehen, die Motortaxi-Driver, die haben immer mehr berechnet. Die sind halt davon ausgegangen, nur weil ich weiß bin, dass ich mehr Geld habe als sie. Das kann man nicht aussagen, das ist eine Form von Rassismus, positiver Rassismus? Ja, also es gibt, glaube ich, sehr viele Beispiele irgendwie überall auf der Welt. Ich glaube, trotzdem bist du irgendwie davon ausgegangen, dass wenn du irgendwie die Polizei rufst, dass die Polizei dir hilft, dass du irgendwie auf der Straße langgehen kannst, ohne irgendwie von irgendwem plötzlich aus der Menge rausgefischt zu werden und so nach dem Motto, du bist irgendwie ein Krimineller. Ja, du kannst in ein Restaurant gehen und bedient werden. Und ich glaube, dass viele dieser Situationen, dieser sogenannte Alltagsrassismus, einfach schwarzen Menschen überall auf der Welt begegnet. Und ja. Hast du die Durchsage von der Polizei gehört, dass sie gesagt hat, okay, die Versammlung ist jetzt aufgelöst, aber ich finde das toll, dass ihr hier seid, ihr habt ein starkes Zeichen gesetzt. Hast du die gehört und was sagst du dazu, wenn du es gehört hast? Genau, natürlich über diese Masse an Personen, die an dieser Versammlung hier beteiligt haben, das ist eine ganz, ganz große Klasse, das ist ein ganz, ganz großes Kino. Wunderbar, das dient der Sache auch zu 100%, ganz, ganz wichtig. Was jetzt aber wichtig ist, diese Versammlung, Die Aussage habe ich tatsächlich nicht gehört, habe ich nichts von gehört, aber ich finde das cool, dass die Polizei sich in dem Sinne auch auf die Seite im Endeffekt stellt und sagt, okay, ich finde das cool, aber im Endeffekt, man kann nicht verallgemeinern, dass jeder diese gleiche Sichtweise hat. Ne? Es gibt halt natürlich Leute, die auch sagen, ich finde das nicht toll, dass die Leute sich jetzt dafür einsetzen, weil was auch immer. So, ne? Das gibt es leider auch, aber ich finde auch gut, dass sich auch Leute, die von der Polizei im Endeffekt kommen oder von wo auch immer, sagen, ja okay, das ist richtig, was ihr macht, das ist richtig, dass ihr auf die Straße geht und es ist richtig, dass ihr für euer Recht kämpft, so, weil die selber ganz genau auch wissen, dass es nicht so weiterlaufen kann, wie es jetzt gerade passiert, so, das geht nicht. Und, ja. Siehst du, dass die Leute sich hier an Abstandsregeln halten? Nein, ich glaube, das ist nicht ganz möglich. Und deswegen bin ich auch auf keine anderen Proteste gegangen seit der Corona, aber diese Sache ist mir wichtig. Also bei mir, ich habe mehrere schwarze Freunde und jedes Mal, wenn ich die frage, ob sie da negative Erfahrungen gemacht haben, dann sagen sie, okay, das kommt vielleicht ganz, ganz selten mal vor, aber nicht so, dass das alltäglich ist. Wie ist es bei dir so in einem Freundesbekanntenkreis mit den Schwarzen? Also ich muss tatsächlich sagen, dass mein Freundeskreis kulturell, nicht nur irgendwelche schwarzen Mitbürger, sondern auch Vietnamesen, Asiaten, nicht sehr durchmischt ist tatsächlich. Deshalb kann ich da jetzt gerade tatsächlich keine Aussage zu treffen. Und eine Sache möchte ich noch loswerden, abgesehen von den Fragen. Und zwar, ich bin bisexuell und spreche hier für die Community aller Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender-Leute und weitere. Und wir möchten sagen, wir stehen auf der Seite von Black Lives Matter. Bei Black Lives Matter ist ja jetzt immer, wird dann gesagt, okay, es herrscht ein systematischer Rassismus gegenüber Schwarzen in den USA. Würdest du das unterschreiben? Ja, auf jeden Fall.
Woran machst du das fest? Hast du dir so Studien und Zahlen und Fakten angeschaut, so zum Beispiel die FBI-Statistik? Die FBI-Statistiken habe ich mir jetzt nicht genau angeschaut, aber wenn du dir einfach mal, es gibt so viele, wenn du einfach googelst, du googelst im Internet oder schaust in die Nachrichten in Amerika, siehst du einfach, okay, so und so viele Schwarze sind schon wieder gestorben. Es sind einfach, wenn du dir die Nachrichten anschaust, es passieren, die meisten Leute, die umgebracht werden, sind einfach dunkelhäutig oder haben einen Migrationshintergrund in Amerika. Und es ist einfach Fakt. Und ich glaube, du weißt es, jeder hier weiß es, dass das, was in Amerika gerade passiert, einfach Wahnsinn ist. Und es auch einfach unmenschlich ist und moralisch einfach nicht vertretbar. Weil, warum? So, warum musst du, warum passiert das? Ich habe hier einen Artikel vom Wall Street Journal, der ist jetzt hier von Anfang Juni. Der sagt halt, the myth of systematic police racism, but there is no evidence of widespread racial bias. Die sagen halt, die haben sich verschiedene Studien angeschaut, die sagen halt, okay, es ist sogar wahrscheinlicher, dass du als Weißer öfter in Polizeikontrollen gerät, dass du härter bestraft wirst und so weiter. Okay. Okay, ja, ich weiß nicht, was ich dir dazu sagen soll. Ich finde eigentlich, es werden zwar weiße Leute auch verhaftet, aber die Vorgehensweise gegenüber den Weißen ist einfach eine komplett andere als bei den Dunkelhäutigen. Warum werden die Weißen im Endeffekt abgeführt oder in Ruhe abgeführt und die Leute, die mit einem Migrationshintergrund oder was auch immer haben, werden da auf den Boden geschmissen und werden von mehreren Polizisten angegriffen? Und wenn du das vergleichst mit anderen Vorgehensweisen und dir einfach mal die Verhaftung oder die Sachen anschaust, wie die mit anderen Leuten umgehen, du siehst einfach, es ist eine komplett andere Vorgehensweise. Und das ist daran mache ich das allein schon fest, dass da schon differenziert wird. Okay, und allein die Aussage, die Polizisten machen ja selber auch Aussagen, wie wir töten nur Schwarze, wir gehen extra, wenn irgendwelche Leute noch Verhaftung brauchen. Es ist anscheinend so, dass man in Amerika, ich weiß nicht, ob das stimmt so, aber es ist anscheinend in Amerika so, dass du so und so viele Leute verhaften musst oder so und solche Sachen erreichen musst, dass sie anscheinend mehrere Ziele haben, die sie erfüllen müssen, und wenn sie die nicht haben, dann gehen sie einfach in irgendwelche ärmeren Viertel, wo die Leute sich nicht wehren können, und verhaften Leute für Sachen, die eigentlich nicht notwendig sind. Okay, alles klar, vielen Dank für das Interview. Finde ich. So, vielen Dank nochmal.